Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich dachte spontan, ich mache mal ein Tagesorakel für heute Dienstag. Und ich habe so gedacht, was möchte uns das Universum eigentlich mitteilen? Also, was möchte das Universum uns sagen? Wichtige Botschaften. Ja, ich habe mich auch gefragt, sind wir verbunden mit dem Universum? Können wir so in uns hineinhorchen, dass wir Botschaften fühlen und auch erkennen können? Und ja, ich muss sagen, manchmal ist es ja wirklich schwierig, in sich hineinzuhorchen und wirklich zu wissen, was man fühlt. Und ja, die Karten helfen da in sich immer sehr, sehr gut. Ja, deswegen mache ich das ja auch, um Einsichten zu bekommen, ein besseres Bild zu bekommen von der ganzen Situation. Und ja, ich glaube auch an das Universum, ich glaube wirklich an das. Das heißt ja nicht, dass es übernatürlich ist, sondern es gibt etwas, ja, Spirituelles und auch Seele, Geist, und das hat alles, was damit zu tun, das ist alles miteinander verbunden. Und ja, und heute habe ich mich gefragt, was möchte uns das Universum sagen? Ja, als Kollektiv, gibt es irgendwas, was wir wissen sollen, auf was wir achten müssen? Ja, das sowieso, dass man immer auf sich achtet und vorsichtig ist und aber auch wirklich Sorgen loszulassen, auch Freude am Leben zu haben. Und ich wollte mal mit hier Doreen Virtue, die Heilorakel der Feen, mal gucken. Ich habe so ein paar Lieblingskarten, die ich immer benutze. Und ja, die kennt ja überwiegend meine Karten, aber ich habe noch viel, viel mehr. Also, ich habe noch viel mehr Karten. Ich habe einen ganzen Karton voll und schauen wir mal. Also, wir fangen mal an zu mischen. Ihr könnt euch in Ruhe hinsetzen, macht es euch gemütlich und vielleicht eine Tasse Tee oder macht euch Kerzen an zum Entspannen. Wichtig ist auch mal Energien zu reinigen, also auch sich selbst zu reinigen, eine Seele, das Wohlbefinden. Da gibt es auch ganz gute Kräutertees, die da auch helfen. Entspannungsübungen. Also, liebe Feenengel im Universum, liebes Lebensuniversum, bitte um eine Tagesbotschaft für heute, für das Kollektiv. Was möchtest du uns sagen, das Universum? Ja, da ist eine Karte rausgeflutscht. Die nehmen wir mal. Ich lege mal um. Ich lege mal wieder so. Bitte noch weitere Karten. Bitte noch weitere Karten umsetzen. Bitte um weitere Botschaften. Ja, die nehmen wir auch. Dann nehmen wir noch eine, bitte. Noch eine weitere Botschaft. Noch eine. Oh, da sind zwei rausgeforscht. Eine hat sich umgedreht. Ja, die hebe ich jetzt auf. Also, Entschuldigung, ich habe die jetzt schon reingeguckt. Aber ich drehe die gleich sowieso um. Und, die untere Energie ist glücklicher Ausgang. Also das Universum möchte uns mitteilen, egal in welchen Situationen wir uns jetzt befinden, unsere Sorgen, unsere Grübeleien. Wenn wir jetzt denken, wir bekommen etwas nicht oder das kommt jetzt zwar nicht so rein, aber es wird einen glücklichen Ausgang geben. Es wird insgesamt positiv werden. Ja. Dann gucken wir mal. Nehmen wir mal alle Karten um. Da haben wir Musik machen. Da haben wir Ferien. Da haben wir Sicherheit. Und da haben wir positive Erwartungen. Also, die Botschaften sind
Vielleicht sollen wir unserer Urlaubszeit und unserer freien Zeit hier Musik machen, ne? Vielleicht auch Musik hören, wenn du ein Instrument spielst, vielleicht wieder mal musizieren oder die Lieblings-CD raus und wie auch immer oder einfach Musik sich bescheiden lassen und eine Auszeit gönnen, auch vor allem in unserer freien Zeit, wie ich schon eben sagte, zu entspannen. Wenn ihr eine Badewanne habt, vielleicht ein Bad nehmen oder jetzt im Moment eignet sich das Wetter total gut, um rauszugehen und am See spazieren zu gehen. Ja, sich nicht so viel Sorgen zu machen, nicht so viel zu grübeln, weil dann, wie ich schon gesagt, es wird einen glücklichen Ausgang geben. Ne? Es wird positiv werden, weil im Endeffekt kommt auch die Selbstkarte raus. Vielleicht fragen sich ja einige, ja, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Behält man den Job oder kriegt man irgendwo Geld? Ne? Wird man, was heißt, versorgt, aber hat man was, wo man drauf zurückgreifen kann? Und ja, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Die Energien fließen, es ist Sicherheit geboten, glücklicher Ausgang willkommen. Und da haben wir noch eine echt tolle Karte. Das besteht, das ist positive Erwartung. Also es werden positive Erwartungen kommen und dann habe ich vorhin im oberen Deck mal neugierig geguckt, was da für eine Energie ist und da steht auch neue Gelegenheiten. Ja, es wird vielleicht ein neues Jobangebot kommen oder es kommt auch bei mir rein, dass ihr auf eine Nachricht wartet, eine Zusage für irgendetwas. Ja, kann ja auch eine Wohnung sein, eine Wohnungsbesichtigung oder dass ihr einen Vertrag unterschreibt. Und ja, können ja mal noch weitere Karten ziehen. Ich habe jetzt noch ein Krankheit, das ist das Butterfly, das kennt ihr auch schon von mir. Das ist auch von Doreen Virtue. Und dann wollen wir mal gucken, das ist auch richtig, richtig schöne Karten. Mal schauen, wir lassen das mal erstmal alles so liegen. Also bei mir kommt auch ein, also ich fühle, dass sie auch irgendwie Sorgen noch auf. Natürlich um das Weltgeschehen, was natürlich im Moment drumherum ist, mit den ganzen Krisen, man macht sich Sorgen, ja. Kann man sich selbst versorgen, hat man noch die Kraft. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob ihr Kinder habt. Ja, und da viele Fragen offen, wie es jetzt sein wird, was jetzt noch kommt, ob es besser wird. Wie gesagt, das Universum, ja, in Sicherheit, positive Erwartung, glücklicher Ausgang. Das gibt euch das Universum, die Engel, die uns beschützen, die uns, egal wo wir uns draußen aufhalten, uns einfach beschützen. Und da sind zwei Karten rausgekommen. Aber ich fühle auch, dass ihr beschützt seid von Engeln. Ich fühle das. Achtet weiterhin auf Zahlen und ob ihr doppelte Zahlen seht. Oder Spiegelzahlen oder was euch draußen begegnet ist. Genau, das hat Federn zum Beispiel. Das ist auch ein Zeichen, dass Engel euch beschützen. Mal gucken, was hier noch für Botschaften sind. Entscheide. Ändere deine Ernährung. Ja. Du bist in einer Situation, wo du dich entscheiden musst für etwas, was für dich besser ist, ja, für deine Zukunft. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Spiegel so ein bisschen, für deine Zukunft. Ja. Ich fühle auch, und vielleicht hast du es auch schon getan. Ja, vielleicht auch nur gedanklich oder vielleicht sind Nachrichten gelaufen und du hast dich getrennt von manchen Beziehungen, das kommt bei mir rein. Und zusätzlich sollst du auf deine Ernährung achten, das darfst du dann auch nicht außer, also vergessen, dass du auf deine Ernährung achten musst jetzt. Also, ne, dass du genug Nährstoffe zu dir nimmst und vielleicht bist du auch unzufrieden mit deiner Figur oder generell. Da ein bisschen auf dich achtest, dann wollen wir mal gucken, was unter dem Kartendeck ist. Da haben wir erwachsene Kinder. Das kommt bei mir so rein, vielleicht hat das irgendwie
familiär bist du? Vielleicht hast du Geschwister und ihr Vater oder euch wie erwachsene Kinder. Also das könnte bei mir so sein. Und daraus wirst du irgendwie auch nicht schlau und mal gucken, also was kommt bei mir so rein. Also, da bist du auch selbst wie ein erwachsenes Kind. Kann auch sein. Aber das sind nur mal, dass mehrere Personen damit gemeint sind. Und ja. Noch schon eine wichtige Botschaft, das Universum uns mitteilen möchte. Ich denke, du kannst auch was damit anfangen, aber da möchte ich noch einmal auch von Doreen tun, dieses Kartendeck, das magische Orakel der Feen. Da möchte ich aber noch anschauen, ob eure Wünsche wirklich eintreten, wie ihr euch das erhofft habt, so dass es wirklich, wirklich gut ausgeht. Ich sag mal, die Karten sagen schon, es gibt einen glücklichen Ausgang. Und bei mir kommt auch Wachstum, also nicht nur spirituell Wachstum kommt bei mir rein, dass es bei euch irgendwas wird, sondern auch innerlicher Wachstum. Und vielleicht, und das kommt bei mir so, vielleicht erwägt jemand schwanger zu werden von euch. Ne? Schwangerschaft, vielleicht ist da was in Planung. Oder Weltzuwachs, ne? Kann auch ein Haustier sein. Ich meine, dass es euch ein Haus anschaut und ist ja auch wie ein Tier, ein Hund, ist ja wie Familie auch. Ja, so süß auch, ne? Ich habe schon lange überlegt, mir ein Kaninchen zu besorgen. Mal gucken. Katze wollte ich auch haben, weil ich auch einen kleinen Kontüre oder sowas. Und mal schauen, liebes Universum. Bitte um weitere Botschaften. Stehst du zur Seite? Gibst du uns Schutz, werden sich unsere Wünsche sich erfüllen. Bitte um Botschaft. Erfüllen sich unsere Wünsche. Gehen die in Erfüllung. Gehen die in Erfüllung. Gehen unsere Wünsche in Erfüllung. Gehen sie, erhörst du mich, erhörst du meine Stimme. Gibst du uns Sicherheit, Liebe, Schutz, Finanzen, Stabilität. Alle unsere Wünsche, die wir uns im Kopf gesetzt haben, gehen die nach. Kommt auch Gerechtigkeit. Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Ja, das kommt bei mir rein. Kommt auch Gerechtigkeit. Für die hart arbeitete. Für die hart arbeitete. Weiter hat sich eine umgedreht. Nehme ich mal, die fühlt sich richtig an. Und machen das die Botschaft von dir und Reichweite. Das ist unser Wunschschiff. Da warst du rausgeflutscht. Das sind jetzt drei Karten. Ich nehme noch eine. Sehr gut. Die ist doch gut rausgefallen. Also ich würde mich auch freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt und einen Daumen hoch und vielleicht das Video auch teilt. Das würde mich freuen und bitte auch mein Feedback auch. Also ich möchte auch gerne so, dass dann wie es bei euch ankommt. Ihr könnt ruhig mit mir kommunizieren. Also ich werde das sowieso langfristig machen. Also die unterliegende Karte ist Herbst. Ja. Im Herbst wird alles gesammelt und du kannst eine wunderbare Ernte der Fülle erlangen. Zeitraum Herz wird angesprochen, der Herbst. Ja. Achte mal drauf, wenn es soweit ist, wenn der Herbst kommt. Ne? Da soll eure Fülle und deine ganzen Wünsche in Erfüllung gehen. Dann gucken wir mal, was du dann hier hast. Das sind noch schöne Karten.
ist ja auch echt interessant, was ich sage. Also, ich hatte doch vorhin gesagt, hier mit Schwangerschaft, also Kinder scheinen ein Thema für dich zu sein, das hat eine Rolle im Leben spielen. Also, auf jeden Fall die erste Karte, die du hast, ist sei locker. Also, du kannst entspannt sein, ja, nimmst nicht zu verbissen, einfach auch locker sein, einfach auch vielleicht mit Kinderaugen die Welt vielleicht nochmal zu betrachten. Das gar nicht so zu ernst nehmen, weil ich spüre auch, du bist nicht alleine. Ich spüre das. Du hast jemanden, vielleicht auch einen liebevollen Partner oder einen liebevollen Freund oder Freundin, ja, die dich unterstützt und oder dir zuhört bei Problemen. Hör auf, alles so sehr kontrollieren zu wollen und alle Türen werden sich öffnen. So denke ich auch. Dann hast du nämlich die zweite Karte. Ich denke, wenn du komplett loslässt mit deinen Sorgen, wird sich eine neue Tür öffnen und dann kommen die Wünsche zu dir hereingeflogen. Bitte um das, was du möchtest. Teil des Universums und andere Menschen mit, was du brauchst. Ja? Aussprechen, aussprechen, was du dir wünschst. Ja? Dass du dir mehr Stabilität, mehr Sicherheit, mehr Liebe, mehr Glück, mehr Anerkennung, was auch immer das so sein mag, was du dir wünschst. Das ist aber ausgesprochen, vielleicht auch aufschreiben, ja, mein Tagebuch, ja, das würde ich auch empfehlen, mal die Gedanken aufzuschreiben, die man hat. Und vielleicht beschäftigt dich ja auch ein bestimmtes Thema wie Hochzeit. Vielleicht möchtest du wirklich von ganzem Herzen deinen Partner heiraten und das geht dir vielleicht schon länger durch den Kopf und die Feen verbinden euch, um den Segen der Ehe zu feiern. Kann aber auch sein, dass vielleicht in deiner Clique welche heiraten wollen, die du kennst, um deine Umgebung. Kann ja sein. Aber es fühlt sich so an, als wäre das dein Thema. Ja? Denk dran, sei locker, es kommt zu dir. Im Herbst soll die Fülle zu dir fließen. Die Ernte soll zu dir kommen, die du gesät hast. Und Kinder ist auch ein Thema für dich. Ja? Kinder haben wollen vielleicht oder gerne Kinder mögen. Deine Verbindung zu Kindern sind Teil deines Universums. Das finde ich auch interessant, weil vorhin bei dem anderen Dorin, wie du kannst, der kam ja auch erwachsene Kinder. Also, da ist auch das Wort Kinder wieder drin. Verspielt sein kommt bei mir raus. Also, einfach verspielt sein. Vielleicht warst du mal sehr verspielt und bist du sehr verbissen und ernst und kannst nicht einfach locker lassen. Guck mal, hier habe ich den oberen Karten, denk, lass los. Lass die Dinge los, die dir nicht mehr länger dienen. Wenn du dein Bedürfnis nach Kontrolle aufgibst, wird deine entspannte Energie rasch zur Wunscherfüllung führen. Ja. Guck dir deine Emotionalität an, dein Inneres. Guck dir das an und frag dich, ja, stell dir Fragen, willst du das? Also, ich denke aber, du hast dich im Endeffekt auch entschieden, nur das ist ein bisschen so, dass du das noch verarbeiten musst, dass du dich da durchchanneln musst, ja? Dich reinigen musst. Deswegen empfehle ich dir auch, Kerzen anzuzünden und das vielleicht länger durchbrennen zu lassen, um positive Energien, also sich wieder zu reinigen und einfach ja, zum Universum gehen zu den Feen oder was auch immer du glaubst. Ja, das kann ja alles sein. Das kann ein Feen, Einhörner sein, das kann der Merlin sein, der Zauberer. Das kann ja alles sein. Und das ist so das, was bei mir durchkommt. Und ich habe vor, also noch was für dich zu legen, wie das mit den Finanzen ausschaut. Also, da suche ich mal einen Kartendeckel. Ich nehme auch einen Feen oder einen Kartenspieler. Ich liebe ja Feen, also. Für mich sind Feen so dran, das ist auch Schmetterlinge, das ist so das, wo ich drin auch glaube. Auch so. Gucken wir mal, dann ist es das Feenorakel, auch von Dorin Virtue. Also du merkst, ich habe sehr viele Karten von Dorin Virtue. Dann schauen wir mal, wie sieht es mit den Finanzen aus? Ja. Natürlich benötigen wir auch Finanzen, ja, um Sicherheit zu sichern, Stabilität, um uns was leisten. Miete, Miete, etc. Essen, der Mond, ja, Mond steht immer noch für Unsicherheit so ein bisschen, die 18, ja.
Wenn man die Zahlen addiert, dann ist es die 9, das ist die Vollendung. Ne? Schließlich vielleicht was, die darunter die Karte, die Glücksfallkarte, ja, ein finanzieller Glücksfall. Gut, dass die fällt, weil ich mich gefragt habe, wie es mit Finanzen aussieht. Also da brauchst du dir auch keine Sorgen machen, weil Finanzen fließen auch zu dir. Die Opalin-Karte, ne, sehr dankbar, was du hast. Ne. Es gibt was zu feiern, aber ich denke, es gibt auch bald anders, wo du dann anstoßen kannst. Dann gucken wir mal die Leserkarten, was da drunter ist. Drei des Frühlings. Drei des Frühlings. Plane deinen nächsten Schritt und blick auf die langfristige Zukunft. Übe dich in Geduld, ja, übe dich in Geduld. Weitere gute Dinge kommen diese deines Weges. Zufriedenheit aufgrund einer gut zu Ende gebrachten Arbeit. Das hört sich doch gut an. Ne? Wie schon gesagt, nicht so viele Sorgen machen, sei locker. Und 10 des Sommers, das ist auch eine schöne Karte. Denke mal, wenn du das alles so für dich abgeschlossen hast und wenn du Resultate siehst, wenn die Früchte so langsam tragen und das sich so langsam formt quasi, ja. Ein emotionales, erfüllendes Leben mit Familie oder Freunden. Kinder vernünftig und weise erziehen, Personen, denen du vertrauen kannst. Ja. Dann kommst du zu deiner Erfüllung, zu deinen Wünschen, ein glückliches Familienleben, ja, mit Liebespartner und Kindern. Und Freunde, ja, Personen, denen du vertrauen kannst. Ja. Vielleicht ist auch dieses Thema Vertrauen bei dir ein Thema. Und, ne, vielleicht kommt auch Vertrauen wieder auf dich zu. Und über Finanzen brauchst du dir auch keine Sorgen, weil die Karte 4 auch, die Pluskarte, das war kein Geld so bekommen. Vielleicht macht das auch Sinn, irgendwie irgendwo teilzunehmen oder ein Gewinnspiel. Ja. Vielleicht gewinnst du diese Woche was. Ja. Vielleicht spielst du auch mal Lotto oder so, weil heute ist Dienstag. Also hier kannst du den Lotto spielen. Guck mal hier, damit die Welt schließt sich was. Ne? Die 3 hast du hier, wenn du es zusammen addierst, was zu feiern, was anzustellen. Free of Cups zum Beispiel. Strahlender Erfolg, die Feier, die jede beliebige Richtung einzuschlagen. Eine Reise, die jetzt Abschluss. Also du wirst was abschließen. Die Welt steht auch immer zu, dass was abgeschlossen wird. Ne? Das ist, kommt bei mir so rein. Also, das hört sich doch alles erstmal sehr gut an, meine Lieben. Ups, ich sitze auch hier so auf dem Boden. Es wird gerade so ungemütlich. Ich bin überlegen, was bei mir noch so reinkommt. Also, was ich euch noch so sagen möchte. Im Endeffekt haben uns das die Karten schon gesagt. Also das Universum hat uns ja wirklich viel, viel Positives mitgeteilt und damit kann man auch was anfangen. Es gibt auf jeden Fall mehr Vertrauen und Sicherheit, wenn man das so sieht. Du hast auch die Karten so fallen. Man fragt sich ja manchmal, ja, wieso fallen jetzt auch so hinter diese Karten und das ist hier Gesetze anziehen und so. Das zieht man dann so quasi an und deswegen fallen da die Karten raus, weil es ist auch physikalisch einfach auch von der Physik bestätigt, dass es eine Anziehung gibt auch in der Physik. Also deswegen finde ich, dass die ganze Esoterik und Spiritualität jetzt kein Hobby ist, aber wird viel abgetan. Im Endeffekt ist das was für uns Frauen im Allgemeinen, ne, meistens, und man kann eher was damit anfangen. Als ja, was weiß ich, Mathematik oder Physik oder so Krams. Aber es hat sich alles auch schon bestätigt, nach meiner Meinung nach. Vielleicht nicht in der Wissenschaft, das wird immer ein bisschen kritisch gesehen, aber auch da, die sagen, beschäftige mich damit oder so. Da habe ich schon ganz viele Artikel gelesen, auch das soll nicht verkehrt sein. Und ich habe das Gefühl, dass ich noch irgendwas für euch lesen möchte. Also ich weiß aber nicht, was für ein Kartendeck ich möchte. Ich kenne bestimmt auch dieses Kandel. Ich glaube, das ist von Nadine Breitenstein, genau. Nadine Breitenstein, können wir mal gucken, was da noch rauskommt.
Bei den Karten gucke ich explizit immer, wenn ich Finanzen fragen habe, weil die da so Geldkarten haben und ja, mal gucken, was so durchkommt jetzt noch zum Schluss. Also, das ist halt auch mal. Also wir haben die unterliegende Karte Victoria. Wie die Karte schon sagt, ist vorsichtig sein vor falschen Personen in deinem Umfeld, die dir viel Kraft und Energie ziehen. Ja? Er oder sie meldet sich nur, wenn es ihm ihr schlecht geht. Dieser Kontakt tut dir nicht gut und du weißt ganz, ganz genau, dass du dich von diesen Menschen wohl lösen sollst. Das kam bei mir rein, also, ne? Beziehung, die du abgebrochen hast, toxische Beziehung, das habe ich ja ganz ab und zu wieder ganz dazu scrollen und dann das nochmal anhören, das Video. Und ihr könnt auch gerne mal anderen Videos anschauen, falls euch das interessiert. Und wir haben hier Tata Amber, das ist ja meine Lieblingskarte, das sieht so schön aus. Das ist auch eine Geldkarte. Dich erwartet ein finanzieller Aufschwung, eine Beförderung oder ein Gewinn. Auch Geld, auf das du schon lange wartest, wird nun ausbezahlt. Du bist machtvoll und hast hart an der Manifestation deiner Wünsche gearbeitet. Du darfst hoffnungsvoll sein, denn die Zeit der Enttäuschung und Verluste sind nun vorbei. Sehr gut, oder? Das ist doch super. Das hört man doch total gerne. Und das ist noch eine Karte, das ist Electra. Die Namen sind immer so richtig geil. In Partnerschaften musstest du bisher viel allein, viel erdulden, aber du bist nicht mehr die kleine graue Maus oder die bedürftige Frau, die um Liebe betteln muss. Du bist jetzt ein anderer Mensch und die große wahre Liebe wird dich nun finden und dich genau dafür lieben, dass du jetzt so bist, wie du bist. Offenherzig, authentisch, selbstbewusst und einfach du selbst. Ja, vielleicht hat das was mit deiner Liebesbeziehung zu tun oder allgemein. Freundschaftsbeziehungen kommt bei mir auch rein. Das kann auch jegliche Beziehung sein auf der Arbeit, der Chef oder das kommt bei mir dazu rein, dass das nämlich nur der Partner gemeint ist, sondern generell Beziehungen, die wir umgibt und hatten ja unterlegt, das ist eine falsche Person. Wie gesagt, also am Anfang kann wirklich rein, dass ich vor manchen Beziehungen getrennt und hat nicht wertgeschätzt, was du den gegeben hast, man hat das nicht gesehen und hat das als selbstverständlich genommen. Mach dir keine Sorgen, du hast einen glücklichen Ausgang, positive Erwartungen, neue Gelegenheiten kommen rein und ja, weil dann auch die Hochzeitskarte, vielleicht kriegst du bei einem Antrag von der Partner, wer weiß, nur einen hast natürlich, wenn nicht, dann vielleicht eine Hochzeit zu feiern bei Freunden oder so oder Familie, ja. Ja sein. Man weiß nicht, was kommt, aber Augen offen halten, auf Zeichen achten und weiterhin manifestieren. Also weiterhin manifestieren, was du dir vom Herzen wünschst. Weiterhin mit dem Universum kommunizieren und auch nicht im Mangel sein. Also, ich denke, viele sind im Mangel, wenn die sehen, dass jemand es besser hat. Im Endeffekt kommt das Glück nur zu einem, wenn man Glück aussendet und der anderen den Glück wünscht. Das kommt bei mir so nicht sofort bis zum Sehen. Und es kann wirklich sein, dass es schwer ist, weil man etwas haben will, was der andere hat, aber fließen lassen. Wirklich die Energien fließen lassen. Und ich werde mir gleich noch Kerzen anzünden. Ne? Um mich ein bisschen zu channeln, positive Energien reinlassen und dann dran regelmäßig die Wohnung zu lüften, vielleicht auch Weihrauch zu benutzen, ja, ein bisschen so schlechte negative Energien weg. Die sollen alle weg, die sollen einen gar nicht belästigen. Manchmal kommt das auch einfach so rein, also. Es gibt aber ganz viele Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Also auch in Kräuter, Tee, Thymian-Tee hilft zum Beispiel ganz gut. Oder auch wenn ihr Bauchschmerzen habt, ja, wenn euch unwohl fühlt, könnt ihr Rosmarin-Tee auch heiß aufgießen. Das hilft dann auch. Damit kenne ich mich auch ein bisschen aus. Und ja, wenn ihr Fragen zu mir habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich freue mich auf einen Daumen hoch. Und ja, ich habe einen Abonnenten. Vielen, vielen Dank für auch immer das.
ist. Danke für den Abonnement, das hat mich sehr gefreut. Ich freue mich natürlich auf weiteres Wachstum mit euch zusammen. Schauen wir, wo die Reise mit uns hingeht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, vielleicht kommt ja auch mehr Resonanz von euch. Also erstmal vielen Dank bis hierhin jetzt und ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Und ich habe das jetzt spontan gemacht, dieses Video. Ich mache jetzt morgen dann das Mittwochsupdate. Guckt dann, wie Mitte der Woche ausschaut. Und ihr könnt ja mal das letzte Video, das Wochenbotschaften-Video anschauen, wenn ihr wollt, weil wir mal gucken, ob das so passt. Also, vielleicht resoniert ihr damit oder nicht, wird euch angesprochen. Geldthema scheint ein großes Thema zu sein. Jedes Mal, wenn ich, ist mir so aufgefallen, wenn ich an Karten lege, kommt immer Finanzen, Finanzen. Auch sicher, scheinbar möchte ich da keine Gedanken machen, weil es wird von euch vom Universum geschenkt. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk vom Universum. Es soll wirklich so sein, dass ihr was erhält. Ja. Man braucht nicht denken, dass Geld was Schlechtes war. In manchen Familien ist es ja so, dass man so erzogen wird, dass Geld ja nicht gut ist. So. Im Endeffekt braucht man das zum Leben, umso mehr hat man mehr Sicherheit und man kann auch wirklich ruhiger schlafen. Das kann ich wirklich so sagen. Und also ich kann das nachvollziehen, nicht, dass ich jetzt viel Geld habe oder so. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen neue Fische. Auf Wiedersehen.